Dann die dritte Frage, die oft gestellt wird, die bezieht sich auf den Koranvers in Sure 2, Vers 62. Kann man ganz schnell beantworten. Wo Allah sagt, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Das heißt, wahrlich die, die gläubig sind, ja? Und die Juden, und die Christen, und die Sabia, alle die, die an Allah glauben, und an den jüngsten Tag, und gute Werke tun, die werden keine Angst haben und die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Also die werden ihren Lohn bei ihrem Herrn haben und die werden keine Angst haben und werden nicht traurig sein. Subhanallah. Was sagt er jetzt wie der Jude Christ? Aber was ist hiermit gemeint? Es gibt zwei Bedeutungen. Einmal, das heißt der Jude und der Christ, der den Islam annimmt. Weil wir müssen gucken, es gibt ganz spezielle Aussagen, es gibt auch allgemeine Aussagen. Hier haben wir den Juden und Christ, der Islam annimmt, der Sabir, den Islam annimmt, ja? Wenn der an Allah glaubt, weil was ist mit dem Namen, mit dem Glauben an Allah verbunden? Wenn wir jetzt die Christen nehmen, weil hier steht nicht Christen, hier steht Nasara, was von Helfern kommt, Yahud, ja? Das bedeutet, wenn du erstmal wirklich an Allah glaubst, dass du ihn alleine anbetest. Das gehört mit zu dem Glauben an Allah. Erste Sache. Die zweite Sache ist, die Juden und Christen, die früher gelebt haben, und an ihre Propheten geglaubt haben, zum Beispiel die, die rechtschaffend Musa a.s. gefolgt sind, und die Christen, die rechtschaffend Isa a.s., oder was heißt Christen, sagen wir lieber Nasara, die rechtschaffend Isa a.s. gefolgt sind. Aber wir haben noch Verse und Hadith, die das Ganze spezifizieren. Wie beispielsweise der Vers, der sagt, diejenigen sind ungläubig, die sagen, Allah ist einer von dreien, oder der Messias, der Sohn der Maria ist Allah. Es sind Verse, die sagen, sie sind ungläubig. Andere Verse sagen im Koran, wer ungläubig ist, geht in die Hölle. Oder wir haben Hadith, der ganz eindeutig ist, der eine Bedingung auch noch stellt. Der sagt zum Beispiel in Sahih Muslim, dort sagt der Prophet, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي, bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ, niemand hört von mir, von dieser Umma. لَا يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي, kein Jude und kein Christ, ثُمَّ يَمُوتُ, dann stirbt er. فَلَمْ يُؤْمِنْ بِلَذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, außer dass er zu den Bewohnern des Feuers gehört. Ganz klar, das heißt, dieser Vers bezieht sich, wie gesagt, hier in diesem, wir haben gerade in dem Hadith gehört, hört von mir. Also wenn er von ihm hört und bestätigt, wir glauben dann nicht, spezielle Aussage, hört von ihm gehört, hat von der Religion gehört, hat er keine Chance. Was früher mit den Christen ist, die natürlich Jesus gefolgt sind, die waren gottergebene Muslime. Hier werden sie Nasara bezeichnet, damit wir auch den Unterschied verstehen, Alhamdulillah. Und dieser Vers ist vielmehr ein Beweis für die Allgemeingültigkeit des Islam. Dass also zu jeder Zeit Propheten kamen, mit der reinen Botschaft von Gott, dass man an Allah glauben soll, dass man ihn alleine anbeten soll und an den jüngsten Tag glauben soll und so weiter und so fort.